Pika Pika! Und oh mein Gott, verdammt! Ich bin wieder da um 1.15 Uhr mitten in der Nacht mit Schlappo und Team Scham bei der vierten Bonus-Episode von Erkundungsteam Himmel. Ja, das war ein sehr langer Einstieg in diesen neuen Part. Ich hüpf's mal so langsam um. Wir haben aufgehört, als wir die Kalksteinhöhle betreten haben und jetzt so ziemlich in der Mitte angekommen sind. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Wir haben keine Ahnung, was ist. Deswegen werden wir jetzt die tiefe Kalksteinhöhle besuchen und einfach mal voranschreiten. Yeah. Yeah. Sackgasse, yeah. Nicht yeah. Ich finde das gerade so ziemlich uncool. Agilität. Agilität! Ich habe das Gefühl, dass mir die Tal das gar nichts abkriegt. Einmal nach vorne. So, Aerodactyl, du musst weichen. Genau, nur mal schön Heuler machen und alles. Dauert aber, meine Güte. Nochmal vorn. Bam! So, jetzt kann ich nochmal den Platz wechseln. Das ist doch jetzt wohl ein schlechter Witz, oder? Das ist... Ey, aber... Hallo? Ey, wenn das jetzt... Ey, aber... Gut. Das war jetzt ein verdammt schlechter Einstieg in diesen Part. Das muss ich zugeben. Und es war der schlimmste Einstieg in einen Part, den ich bisher geschafft habe. Okay, fast. Aber wir lassen uns davon jetzt mal nicht unterkriegen und gehen wieder zurück. In der Hoffnung, dass es weitergeht. Ja, genau. Mach Schutzschild. Ist ja nicht so, als ob ich keine Zeit hätte. Ich habe keine Items. Ich habe keine Items. Nein, ich bin arm. Au. 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 Mensch. Red ich nicht um, wenn ich mit dir rede. Red doch. So. Das Ganze jetzt nochmal von vorne, weil es so schön war. Ich sehe schon die Treppe. Ey. Uncool. Uncool. Treppe, 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 Treppe. Ich hasse Fallen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Fallen hasse? Ich mag sie nicht. Ich könnte jetzt mal ausrasten. Ich soll auf jeden Fall eine Falle drehen. Nein. Nein. Los, mach es fertig, Gordova. Gordova, mach es fertig. Halt, Moment, ich kann noch anrechnen. Look, it's okay. Bam.
komm schon. Na toll. Na toll. Na toll. Na toll. Und nochmal und nochmal und nochmal. Die ganze Quatsch nochmal von vorne. Leute, es ist mitten in der Nacht. Strengt euch mal an, verdammt. Schlafen könnt ihr später immer noch. Und Angriff. Ich mag keine Psychotypen. Elektro-Pokémon sind die Macht. Ich will wieder Spark sein. So. So. U4. U5. Pfund. Genau. Wenn ich jetzt hier schon wieder verliere, wegen nichts und wieder nichts, dann gibt's Ärger. Hier, fang. So, komm, wir gehen. Hast du mich jetzt die ganze Zeit verfolgt? Hier, spür meinen Ruckzuckhieb. Mann, bin ich stark. Hier, spür meinen Ruckzuckhieb. Was ist das denn? Drehst du dich um und guckst mich mit dem Arsch an oder was? Ich fang schon wieder an, Blödsinn zu labern. Das gefällt mir nicht. Oh, Pfund. Pfund nochmal. Los, mach Turmkick. Schön. Bin gleich tot. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss sehr vorsichtig und behutsam jetzt vorgehen, weil ich keine Lust habe, nochmal mit vorne anzufangen. Auf gar keinen Fall. Nein, ich will nicht nochmal mit vorne anfangen. Nein, ich fange nicht nochmal von vorne an. Ich fange nicht nochmal von vorne an. Das will ich nicht. Mein Leben regeneriert sich langsam. Das ist schön. Ich habe keine Lust, weiter im Kreis zu rennen. Das finde ich echt extrem dumm, doof. Sag mal. Spiel, habe ich dir irgendwas getan? Verdammt, mach ich jetzt. Ja. Genau. Pfund. Komm, Godover. Fuß ist weg. Ja, Treppe. Ich hab's gleich. Und. Wieso? Verdammt! Nein! Warum? Wieso? Weshalb? Was habe ich dir getan? Das kann doch nicht angehen. Ich... Ich stand auf der Treppe, verdammt! Ich stand doch da schon drauf. Ich mag keine Erd-Pokémon. So. Ab diesem Tag verfluche ich die Erd-Pokémon. Ab diesem Tag könnt ihr mich alle mal. Ab diesem Tag werde ich euch alle vernichten. Ich werde euch alle umbringen. Ich werde euch alle vernichten. Alle. Nein, alle. Alle Erd-Pokémon. Ich stand drauf. Aerodactyl, verschwinde!
Geh mir aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Ich mag dich nicht! Lasst mich in Ruhe! Los, Tonkeg! Fund! Na. Wieso? That's not my day. I understand only train station. Oh, ich guck mal hier, dann kann ich auch 24 Poker aufheben. Das ist ja wunderfein. Und überaus kreativ designt, dieses Dungeon. Ja, genau. Ja, blubber mich nur zu. Ja, kein Problem. Ich frage mich, wie Heuler klingt. Wenn ich ein Pokémon wäre und jemand würde mich anheulen, wie würde das denn klingen? Frage ich mich. Tonkeg! Schön! Chaos sammeln. Oh, sei Aerodactyl, verschwende! Geh mir aus dem Weg! Ich will die Treppe! Ich will nur die Treppe! Die Treppe! Die Treppe! Sie ist das Ziel! Der Weg ist das Ziel, sagte mal einer. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Das Schlimme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiß, ob sie wahr sind. Albert Einstein. Treppe, Treppe, Treppe! Treppe! Kalksteinhöhlen tiefen! Jetzt sind wir schon weit. Wie weit ist es noch bis zum Schatz? Nicht so ungeduldig, Meditales. Früher oder später werden wir schon da sein. Sieht mal dort, da ist ein Licht. Juhu, was ist es? Lasst es uns herausfinden. Meditales Schlappohr, dort ist eine Schatztruhe. Ja, wow, die Schatztruhe ist riesig. Die Gerüchte über einen Schatz in den Tiefen des Geröllbruchs, die sind also wahr. Du sagst es, das sieht mir nach einem schönen Schatz aus. Schlappohr, öffne die Kiste schnell, ich kann es kaum erwarten. Eile mit Weile, Meditales. Eine Schatztruhe sollte man immer mit Anmut und Hingabe öffnen. Wir sind doch nicht umsonst, Team Charme. Ja doch, aber... Ah, diese Spannung halte ich nicht aus. Vergiss deine Anmut, Schlappohr. Beeile dich. Verhaltet euch bitte ein kleines bisschen feierlicher. Das ist doch ein Wettrennen. Schon gut, ich mache sie auf. Ja, auf. Tada! In just diesem Moment wird die legendäre Schatztruhe geöffnet. Was für ein Schatz sie wohl unseren neugierigen Blicken wohl die ganze Zeit vorbehalten hat.
Welch ein Reichtum wunderbare Dinge wir in unseren Besitz übergehen. Diese Gedanken füllen unsere Herzen mit Wärme. Oh, und die Wahrheit, oh bitte, enttäusch mich nicht. Das ist mir alles egal, mach das Ding schon auf, Schlappohr. Und los. Schlappohr öffnet die Schatztruhe. Da! Was? Was für ein Schatz? Was für ein Schatz ist darin? Nichts? Die Schatztruhe, sie ist leer? Ohne Inhalt? Ich kann es nicht glauben. Bin ich einfach übermüdet? Will ich mir das nur ein? Es entspringt leider nicht deiner Vorstellungskraft. Es befindet sich schlicht und einfach gar nichts in dieser Schatztruhe. Aber warum denn nicht? Ihr! Team SPA? Ah, die gibt's ja auch noch! Der Schatz! Ihr habt den euch schon unter den Nagel gerissen! Sieht fast so aus, als seien wir zu spät. Nein, wartet! Wir sind nicht diejenigen, die den Schatz genommen haben. Als wir die Schatztruhe öffneten, war sie total leer. Hört auf mit den Lügen, ihr Schummler! Ihr lügt nicht, das ist die Wahrheit! Wenn ihr schon lügen müsst, warum tut ihr das auf so eine plumpe Art? Wie bitte? Wenn ihr weiter so lügt, dann seid ihr kein echtes Erkundungsteam. Was hast du gerade gesagt? Ihr seid nicht qualifiziert genug, um diesen Schatz für euch, an euch zu nehmen. Wenn ihr weiter auf stur schaltet, müssen wir Gewalt anwenden. Ha, redet doch nur. Wirft mit falschen Anschuldigungen um euch. Ihr wusstet doch, dass die Gerüchte stimmen. Ihr seid Schufte. Beim Erkundungsteam wie euren können wir keine Gnade walten lassen. Wir haben wie so vor ein Versprechen gegeben. Nun sieht es fast so aus, als können wir es halten. Wir sind Schatzjäger-Team Charm. Ihr da, jetzt bekommt ihr eure Lektion erteilt. Also macht euch bereit. Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass es so weit kommen würde. Gegen die Liebesbande von die Team SPA habt ihr keine Chance. Macht euch bereit, unsere wahre Bosheit zu spüren. Lasst euch Zeit, sie zu genießen. Arbok, Pion, Draghi, los geht's. Juhu! Metales Schlappohren, nehmt euch in Acht, wir werden angegriffen. Allzeit bereit. Auf geht's. Herz! So, ja. Das machen wir am besten, glaube ich. Und Agilität! Agilität nochmal. Agilität auch ein drittes Mal. So, wie fahren wir jetzt vor? Am besten machen wir es eine Attacke. Ich darf nochmal. Ich gehe einen Schritt zurück. Und mache nochmal ruckzucki. Bam. Atomkick ist so wie eine geniale Attacke. Oh, verflixt. Sie sind ganz schön stark. Uff. Das habt ihr überraschend gut gemacht. Aber unterschätzt uns nicht. Die wirkliche Kraft von Team SPA. Die habt ihr noch nicht zu spüren bekommen. Okay, Kollegen, auf geht's. Juhu! Guadua, Militaris, da kommen sie aufgepasst. Wir kümmern uns darum. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Luffy! Was? Wer bist du? Knuddeluff! Das ist Knuddeluff? Dieser Typ? Er hat sich die letzten Jahre überhaupt über einen guten Namen erarbeitet, obwohl er noch so jung ist. Dieser Erkunder, das Erkunder-Naturtalent. Der berühmte Knuddeluff. So sieht er also aus?
alle mal herhören. Beide Teams, hört bitte auf zu kämpfen. Warum sollten wir aufhören, Knuddeluff? Sie sind hier die Bösewichte, weißt du? Das mag stimmen, aber kämpfen ist nicht gut. Und das bedeutet nebenbei, ihr seid in die Falle getappt und der Verlockung des Kampfes erlegen. Was hast du da gesagt? Dieser Kampf, er war geplant? Ja, dieser Kampf war geplant. Das ist doch... Wer steckt dahinter? Der Typ, der sich das ausgedacht hat. Der sich das ausgedacht hat, ist der Boss dieser Kalksteinhöhle. Warum er das tat, das weiß ich auch nicht. Aber er wollte, dass Team Charme und Team SBA sich gegenseitig ausschalten. Und aus der Tatsache, dass er euch mit dem Kampf ablenken wollte, kann man noch etwas schließen. Und zwar, dass er etwas zu verbergen hat. Vielleicht wollte er den Schatz auch nur behüten. Diesen Schatz? Ihn behüten? Genau, aber alles, was bis hierhin gesagt wurde, das sind nur Vermutungen. Deswegen werdet ihr die Wahrheit nie erfahren. Ihr müsst schon fragen. Sieht es so aus? Du hast mir auch aufmerksam zugehört, nicht wahr? Knuddeluff? Hat Knuddeluff gerade mit der Schatztruhe gesprochen? Hey, sind meine Vermutungen richtig? Nun sag schon. Was? Die Schatztruhe? Sie wackelt und rasselt. Ist das etwa... Ist das ein... Pokémon? Sein Name ist Ditto. Er beherrscht die Attacke Wandler. Wandler? Also hast du Wandler verwendet, um eine Schatztruhe zu werden? Schatztruhe, genau. Als mir mein Essen im Süddschungel gestohlen wurde. Das warst du, nicht wahr? Nicht wahr? Doch. Schön. Ich war das. Tut mir echt leid. Und... Team Charme. Ich habe euch viele Male getäuscht, Team Charme. Das tut mir leid. Was? Getäuscht? 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 Wie ihr sehen konntet. Ich habe die Macht, die Attacke Wandler einzusetzen. Ich war eine Schatztruhe. Aber es war noch nicht alles. Ich kann Wandler auch verwenden, um wie andere Pokémon auszusehen. Wow, wirklich? Sag bloß an der Stelle. Na gut, lasst uns unser Bestes geben. Und diesen Dschungel durchqueren. Wer bist du? Ich bin Rubella. Ich lebe in diesem Dschungel. Falls ihr gerade über den Schatz im Geröllbuch gesprochen habt, gebt besser auf. Damals... Ich war gewarnt worden im Süddschungel. War es damals jene Rubella und... Nachdem ich euch gesehen habe... Ich bin sicher, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe eine Bitte an euch. Eine Bitte? Ja, Team SPA. Team SPA hat eine Lektion verdient. Diese Pokémon, das uns gegen SPA aufgehetzt hat. Dieser Visor, in Wirklichkeit... Warst du das? Beide, ganz genau. Rubella und Visor. Um ehrlich zu sein, ich war es in beiden Fällen. Ich habe Wandler verwendet, um euch in die Irre zu führen. Es tut mir wirklich leid. Aber warum hast du das getan? Weil, genau wie Knuddeluff zuvor schon sagte, ich wollte diesen Ort beschützen. Diesen Ort beschützen? Dieser Ort, ja. Kommt, ich führe euch herum. Bitte hier entlang. Da sind wir auch schon. Huch. Was ist das? Dieses Licht. Das schwebt etwas am Himmel und leuchtet. Was für ein unglaublich geheimnisvoller Anblick. Aber so schön. Ja, sehr. Aus der Mitte strahlt dieser blaugrüne Schein. Die ganze Hülle erstrahlt in diesem Licht. Das ist sehr schön. Einfach faszinierend. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen. Aber was ist dieses Ding genau? Das wisst ihr nicht. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Echt? Ein Zahnrad der Zeit? Wirklich? Das ist bei mir auch das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Das ist... Ja.
Das ist ein Zahnrad der Zeit. Es zu beschützen, das ist meine Aufgabe. Ein Zahnrad der Zeit also. Tss. Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Aber Piondragi, komm schon, wir gehen. Hm? Jetzt wartet aber mal. Was? Ihr seid doch eine Diebesbande, die böse Dinge tut, oder nicht? Warum geht ihr dann einfach nach Hause, ohne irgendetwas zu stehlen? Wenn es sich um irgendeinen anderen Schatz handeln würde, gerne. Aber du kannst nicht einfach ein Zahnrad der Zeit entwenden und mitnehmen. Auch wenn wir Halunken sind, so viel Wissen haben selbst wir. Ach, so ist das? Ja, es gibt Dinge, die man einfach nicht nehmen kann. So wie ein Zahnrad der Zeit. Da fällt mir gerade etwas ein. Macht ihr euch... mit euch sind wir noch nicht fertig. Wenn wir euch das nächste Mal begegnen, macht euch etwas gefasst. Aber Piondragi, wir brechen auf. Beim nächsten Mal machen wir euch fertig. Denkt dran. Hihi, abgemacht. Puh, was war das? War der einzige Schatz hier, das Zahnrad der Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir jeden Schatz bekommen, auf dem wir aus waren. Ja. Und dieses Mal haben wir einen Schatz gefunden, den selbst wir nicht mitnehmen konnten. Auf keinen Fall. Das muss so sein. Es gibt Dinge in dieser Welt, die man sich nicht nehmen kann. Doch obwohl wir diesen Schatz nicht mit uns nehmen können, würde ich die Erkundung als Erfolg bewerten, nicht wahr? Wir haben schon sogar einen fairen Kampf gegen dieses gemeine Team SPA gehabt. Oh, das stimmt. Und so ein schönes und wertvolles Zahnrad der Zeit. Wir alle haben es zum ersten Mal gesehen, nicht wahr? Oh ja, das stimmt. Ganz genau. Und wir haben das Labyrinth, das so viele vor uns abgehalten hat, erfolgreich durchquert. Ich wusste es, wir sind die Besten, nicht? Wirklich großartig alle miteinander. Aber gut, ich mache mich mal auf den Weg. Guardia Meditalis. Ja, okay. Bitte? Was ist mit euch allen? Knuddeluff, du bist gar nicht so übel. Du erscheinst uns von ganz schön... Nochmal. Du erscheinst uns am Anfang ganz schön wunderlich, aber letztlich bist du ein wirklich toller Kerl. Bitte was? Du bist ein guter... Du hast den Schatzsuchentrick von Dito durchschaut. Schatzsuchertrick von Dito durchschaut. Das ist wirklich großartig. Findet ihr? Nun ja. Hihihi. Nun denn, was willst du als nächstes machen, Knuddeluff? Wie? Als nächstes? Ja, hiernach. Ich weiß nicht. Ich habe keine konkreten Pläne. Nun, wenn du magst, wie wäre es, wenn du mit uns auf Erkundungen kommen würdest? Mit euch? Ja, mit uns. Wie findest du das? Was soll ich nur machen? Es würde Spaß machen, mit euch gemeinsam zu erkunden. Aber ich war noch nie mit jemand außer meinem Meister auf Erkundung. Schlappohr, dieses Ding. Ja, genau, Guardia. Hey, Knuddeluff. Wenn du mit uns auf Erkundung gehen würdest, könnten wir dir das hier anbieten. Wie wäre das? Oh, ein perfekter Apfel. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn dir wirklich geben soll. Eine Sache noch. Wie du gemerkt hast, sind wir alle ziemlich auf Zack. Glaubst du kannst mit unserem Tempo mithalten? Nun ja. Wäre es mit einem Rennen? 3, 2, 1, los! Juhu, los! Ich werde überall hingehen. Luffy! Ich habe es geschafft! Ich habe diese olle Episode endlich durch! Selbst nach dem zweiten Mal durchspielen bin ich immer noch der Meinung, das ist die nervigste Episode von allen fünf. Keine Ahnung, ich mag diese Episode nicht. Ich mag die einfach nicht. Ich mag das Team nicht. Ich mag diese Episode nicht. Ich mag sie einfach nicht. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt stundenlang darüber sagen, warum ich sie nicht mag, aber das wäre Blödsinn. Ja. Nach dieser Episode werde ich mich wieder anderen Dingen in diesem Spiel widmen. Ich hoffe,
es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Part wieder mit dabei. Und deswegen werde ich jetzt die Credits durchlaufen lassen und mich verabschieden und sag bis zum nächsten Mal. Adios.